So, da sind wir auch schon wieder. Dann gehen wir schnell zur Kiste. Ich habe nämlich ehrlich gesagt böse Vorahnungen. Lass es aber jetzt gerade mal dabei, wie es gerade ist. Genau. Also wir haben noch viel vor uns, wenn ich überlege. Ich habe hier noch jeden. Also, ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ein bisschen ist noch was offen an Rätseln. Jetzt stecken wir erstmal den neu gebauten Kolben oder was das ist, Zylinderröhre, stecken wir wieder zurück und schauen, was passieren wird. Genug Munition habe ich dabei und ist der richtige Weg. Das heißt, mir kann erstmal nichts passieren. Zumindest können ruhig ein paar Zombies kommen. Oder diese hessischen Freaks, nenne ich sie jetzt mal. Legen wir ein. Was? Stehst du wieder nicht genau davor, Chris? Ja, anscheinend fehlt was. Das haben wir in der Tasche. Jetzt nicht mehr. Na, schön, Klappe zu. Eine Reihe blinkender Knöpfe. Eine davon drücken. Welchen Knopf? Okay, schauen wir einfach mal, was passiert. Dann müssen wir jetzt. Es passiert nichts. Okay, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Denn, ach so, also, naja, so viel, ja, ist natürlich ätzend. Warte mal, vielleicht steht da auch irgendwas drauf. Untersuchen. Ah ja, okay. Ich sehe schon. Auf den Seiten sind Symbole eingraviert. Drehen, ja. Drehen war das Ding einfach so lange, bis es passt. Dazu mache ich mal hier. Ja, da müssen wir noch ein paar Mal drehen. Und dann haben wir auch die Zahlen. Ich meine, die könnte ich jetzt schon lesen, aber ich weiß nicht, ob die tatsächlich richtig so stehen müssen. Also, 4, 2, 3, 1. Machen wir das doch. Einfügen. So. Also, 4. 2, 3, 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. So schnell war das gar nicht. Oh, da sitzt doch bestimmt ein Zombie mit drauf. Nee. Hätte ich jetzt ja erwartet. So als Überraschungsgast. Special Guest! Hier ist ein Aufzugschalter. Den wollen wir natürlich drücken. Sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Ab geht's. Noch tiefer. So, ich denke, ich bin jetzt nicht in dem Raum, wo ich dachte, dass ich da hinkomme. Jetzt schauen wir erstmal, da ist eine Tür. Oh, hier ist eine Kiste. Wenn hier unten eine Kiste ist, hat das ja eigentlich nichts Gutes zu bedeuten, meiner Meinung nach. Und hier geht's runter. Wie weit ist denn, wenn ich durch die Tür gehe? Ja, weiß man natürlich nicht, aber ich kann hier ruhig runtergehen. Ach, da liegt was auf dem Boden. Pistolenmagazin kann ich auch gleich wieder in eine Kiste packen dann. Hier blinkt schon wieder etwas. Ein Müllschlucker. Da ist ein Schalter. Den möchten wir auch drücken. Gut. Ich glaube, da sollte man jetzt Angst haben, wenn man hier drunter ist.
eventuell später irgendeinen Gegner schrotten damit oder eine Kiste zerdrücken, um irgendwas zu bekommen. Mache ich mir gerade mal keinen Kopf drüber, erst wenn es soweit ist. Noch haben wir genug offene Wege und Fragen. Ja. Zack. Ah ja, die wollte ich mein Inventar nicht belasten. Ich hoffe, wir finden irgendwann nochmal Ink-Ribbons. Sonst haben wir nämlich verkackt und müssen das Spiel jetzt am Stück durchspielen. Aber anhand der ganzen Flut an Zeugs, was wir noch in den Kisten haben, glaube ich, das wird so schnell nichts werden. Da gerade irgendwas knallen oder schießen kann. Was ist das denn? Ach, er wieder. Warte mal. Vielleicht soll ich den ja zerquetschen. Folgt er mir? Also ich schätze mal nicht, dass ich ihn erschießen kann. Das hat man nämlich schon mal versucht. Das Gute ist, dass der so ein Ultra-Lahmarsch ist, der anscheinend nicht begreift, dass es doch. Einfach mal gucken jetzt, ob der mir irgendwie folgt, weil dann versuche ich den gleich mal in den Müllschlucker zu bringen. Oh, bleiben wir mal hier 30 Sekunden stehen. Aber es scheint nicht so. Ne. Das Problem ist, jetzt müssen wir einmal an dem vorbei. Da wird uns sicherlich einmal treffen werden. Treffen. Punkt. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ah, ne. Ist noch nicht mal der Punkt gespeichert, an dem ich halt die Tür raus bin. Jetzt ist er da. Sind das mehrere oder? Huch, da ist ein Hebel. Eben war er ja hier unten, oder ist das einfach ein Kreis? Das war ein Kreis, ne? Genau, da ist eine verschlossene Tür. Da gehe ich trotzdem mal schnell gucken. Ah, okay. Ja, lasse ich mal kurz hier liegen. Also ist gerade ziemlich verwirrend hier. So. Eine Leiter. Und naja, hier will er gar nicht reden. Da oben sehe ich doch wieder was blitzen. Und zwar Magnum-Munition, was sehr geil ist. Und Pistolenmunition, was auch ziemlich cool ist. Und ich glaube, das ist noch eine Granate. Genau, also hier haben wir jetzt schon mal einen Vorrat an Munition bekommen. Okay, hier haben wir jetzt eine Kiste. So, auf den Kästen steht Chemikalien. Schieben wir die Kiste mal so auffällig, wie es da steht, einfach mal in den Fahrstuhl rein und bringen die nach oben. Oder nach unten. Ich schätze mal eher nach oben. So. Drauf ist sie. Oder muss ich hier jetzt auf die Kiste schnell? Ich kann alle. Ah ja. Ein Gerät zum Transport von Materialien. Starten? Ja. Oh, das sieht ja sehr sicher aus. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. So, kann ich hier runter? Nein. Lassen wir das Ding einfach mal da stehen. Ich habe da eine Vermutung, wo der jetzt sein könnte.
Ich lock den mal kurz ein bisschen hier raus, dass ich an ihm vorbeilaufen kann. So, hier sollte das funktionieren. Huch. Wunderbar. Ich kann froh sein, dass das so ein Lahmarsch ist, der mir auch gerade irgendwie keinerlei Ängste. Hier ist eine Art Hebel. Umlegen, ich versuche das mal. Ah ja, okay. Also ich werde wahrscheinlich den Flammenwerfer nochmal gebrauchen können, der da gerade ein bisschen weit weg von uns ist. So, ja hier, man merkt wieder, schön Slow-Mo alles. Sind wir ja schon gewohnt. So, ach nö, ist der Fahrstuhldefekt. Das heißt, jetzt mal schnell auf den ersten Blick, wir kommen nicht nach oben. Bleiben wir halt hier unten. So, ich muss eh hier, so, genau. Ja, ah ja, Munition wegstecken, damit wir das Inventar wieder vollkriegen. Könnte eigentlich sicherheitshalber auch mal nur wieder meine Knarre mitnehmen, damit wir für später halt die fette Munition bekommen. Und uns damit die schweren Gegner sozusagen erleichtern. Denn ich schätze mal, da kommt noch der ein oder andere Boss. Oder zumindest ein Endboss sollte schon kommen. Und wenn man hier auf die normalen Gegner so seine 6 Schuss verballert, dann dauert das ein bisschen länger. Aber ja, ich spare halt ein bisschen von der anderen Munition fürs Erste. Ja, genau, hier ist meine Kiste und die muss ich bestimmt zerdrücken. Und dann springt mir bestimmt irgendein dämlich grinsender Zombie da raus und will mich ein bisschen anfressen. Oh, ich hab dich zum Knabbern gern. Da vom Sturz noch nicht kaputt gegangen ist, helfen wir noch ein bisschen nach. Ja, und zeig uns, was da drin ist. Oh, ich liebe den Geruch von frischem Holz. Ach, da ist auch unser Flammenwerfer. War doch gar nicht so schwer. Defekt macht ja nichts. Also die hätten jetzt echt schon was bringen können, wenn da zum Beispiel so ein Zombie aus dem Müllschacht, aus diesem Müllkanal gekrochen wäre oder gesprungen oder weiß ich nicht, oder so eine Spinne. Uah. Schon wieder, wenn ich dran denke. Uah. Ja, belassen wir das mal dabei, wie ich es gesagt habe. Diesen ganzen Part hier unten hätte ich eh nicht speichern können. Ah, deswegen steht auch die Kiste hier unten. So. Ich hoffe, der kommt jetzt wieder von rechts. Denn dann haben wir links den Weg frei. Ah, ne. Dann laufen wir einmal komplett außen rum. Macht mir ja nichts. Ach so, warte mal. Geht das auf Zeit jetzt hier oder was? Ne, den Hebel kann ich nicht mehr betätigen. Doch. Ja. Ach du Scheiße. Schön auf Zeit. Das heißt, eventuell funktioniert das gar nicht, wenn ich jetzt außen rumlatsche. Komm. Weil ich mal ein bisschen Quiz. Los. Vielleicht öffnet sich die Tür, wenn etwas Besonderes daran hängt. Ja, dann mach das doch mal. Verwenden. Perfekt. So, ich habe ja irgendwie ein bisschen Schiss von dem, was dahinter lauert. Aber ich habe generell ein bisschen Schiss hier in dem ganzen Spiel.